Hi Leute und willkommen zurück zu Fridge Total Wars. So, ja, heute geht's weiter. Wir kämpfen hier schön in Ithilien momentan, ja. Ist tatsächlich, ja, wobei da steht jetzt östliches Osgiliath bei der Region dran, aber eigentlich ist ja dieses ganze Ding hier Ithilien, also von da unten südliches Ithilien, genau, bis hier oben nach Henneth Anun. Genau, also das passt eigentlich schon. So, und wie geht's weiter? Ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht so ganz sicher. Ich habe mir eigentlich überlegt, ob wir jetzt hier als nächstes angreifen wollen. Ich denke, das machen wir auch so. Dann greifen wir einfach mal den Luktus hier an. Ja, die zwei Einheiten können gerne noch mit dazukommen. Eine Einheit feindliche Katapulte haben wir in diesem Gefecht ist dabei. Das ist also schon ganz gut eigentlich. Damit sollte man eigentlich zurechtkommen. Und sobald wir die Schlacht geschlagen haben, müssen wir uns natürlich weiter überlegen, wie wir weiter vorgehen wollen. So. Mal abwarten. So, ja, wo stellen wir uns jetzt am besten auf? Ich denke hier so ein bisschen hier drüben, weil da können wir nachher gar nicht so gut feuern von der Position da drüben aus. So, dann stellen wir uns hier auf. Ich denke, Feuerpfeile können wir nachher schon reinnehmen, durchaus wieder. So, hier stellen wir uns eine lockere Formation. Katapulte stellen wir da oben auf. Die Kaff stellen wir auch schon auf, natürlich. Ganz normal. Und los geht's. Feuerpfeile aktivieren. Ah, ups, meine Dingsreiter, meine Bogenreiter nehmen wir natürlich auch noch mit. Hier hoch mal. Vielleicht können wir durchaus auch noch mal ein bisschen hier weiter vorlaufen. Denke, das machen wir jetzt mal. Mit unserer Kaff. Rücken wir auch gleich vor. So, da drüben kommt schon die feindliche Armee. Ich hoffe, wir sind schnell genug, um auch mit unseren Katapulten davor zu rücken. Also die baggen da gerade wieder rum, beziehungsweise die warten ab, bis die Infanterie vorbeigelaufen ist. Das ist immer so ein bisschen doof. Naja. Also Bogenschützen können schon alle feuern, das ist natürlich gut. Auf der anderen Seite heißt es natürlich auch, dass die Feinde schon recht nahe bei unseren Leuten hier sind. So. Ich denke, wir können gerade mal so ein bisschen vorspulen vielleicht. Also jetzt sollten die eigentlich auch endlich mal in Reichweite sein hier. Wir haben bisher 2% der feindlichen Armee getötet, haben ein Katapult gerade schon zerstört. Super. Oh, jetzt haben wir da hinten gerade unsere eigenen Leute ein paar verloren. Natürlich schade. Ziehen wir uns gerade ein bisschen weiter zurück. Einfach mal, solange die hier noch nicht so richtig vorrücken. Können wir uns einfach noch ein Stückchen zurückziehen, würde ich sagen. So. Ja, wie sieht's aus? Rücken Sie so langsam mal vor. 4% verloren haben unsere Feinde jetzt. Gut. Könnten ruhig noch ein paar mehr sein. 5%, dafür haben wir schon 2% jetzt verloren. Naja. Mal abwarten. Schießt mal auf die feindlichen Uruk-Hellebardenträger da hinten. Weil hier, die stehen in so einer lockeren Formation, da treffen wir eh kaum welche. Und mich wundert es gerade echt so ein bisschen, dass die hier nicht wirklich komplett auf uns vorrücken.
Sehr seltsam. Normalerweise ist man das ein bisschen anders gewohnt. Ziehen wir uns noch weiter zurück hier. Oh, sehr schön. Ja, die sollen auch ruhig mal ein paar Verluste in ihren Reihen haben. So, jetzt sieht es aber so langsam aus, als würden sie vorrücken. Wir müssen halt aufpassen, weil unsere Truppen stehen ja doch recht weit hinten. Dass wir hier nicht den Augenblick verpassen. Ah, noch geht's. Aber jetzt haben sie 10% ihrer Armee schon verloren und jetzt kommen sie erst so langsam. Ja, und jetzt sollten wir mal unbedingt hier nach vorne rennen mit unseren Truppen. So, die Kaff schicken wir schon mal weit außenrum hier unten. Uiuiui, die kommen ganz schön scheiße angelaufen zu uns hier. In einer ganz komischen Formation oder wie auch immer. Muss man aufpassen. Sehr stark aufpassen sogar. Wenn sie uns gleich nachher von da unten vielleicht auch noch flankieren werden. Jetzt erstmal weiter vorrücken. Vielleicht ist die feindliche Artillerie erstmal gar nicht unser primäres Ziel, sondern ein vernünftiger Angriff mit unserer Kavallerie in den Rücken der Feinde hier. So, jetzt angreifen. Vielleicht auch hier mal die Ork-Schwertträger und Ork-Schlechter angreifen. Schadet sicherlich nicht. So, dann schießt ihr doch gerade mal hier auf die Ork-Hellebardiere weiter. Wobei das insgesamt eigentlich ganz gut gerade macht. Muss man sagen. Außer hier an der Flanke, da tut's weh. Momentan noch zumindest. Oh, fuck. Ziehen wir uns hier mal weiter zurück. Da unten, wie sieht's hier aus? Feinde in Reichweite gerade. Naja. Geht. Reiten wir gerade mal hier hoch. Die stehen gerade echt ein bisschen scheiße für unsere Truppen. Ist das gerade gar nicht so toll, sich der Feind hier gerade sammelt. So, dann greifen wir doch jetzt einfach mal hier an. Diese Uruk-Schildkämpfer. Sollten wir eigentlich ganz gut erledigen können. Und hier greifen wir doch mal die Feinde hier drüben an. Also auch hier natürlich die Hoffnung, dass wir die Feinde gut und schnell zur Flucht, zum Flüchten bringen, in die Flucht schlagen. So. Uiuiui, jetzt mal hier geschwind raus, ganz schnell. Euch 26 greifen wir da mal kurz an. Aber da sind jetzt ein paar Uruk-Hellebardenträger und das tut natürlich echt weh, das ist nicht so geschickt hier. Hier diese Schildkämpfer natürlich auch sehr am Nerven. Jetzt habe ich echt gedacht, wir können die da schon mal flüchten lassen, ein paar von denen. Müssen wir wohl doch mal schön da hinten die feindlichen Katapulte angreifen. Oh Mann, warum haben wir denn so viele Verluste in letzter Zeit in den Schlachten? Verstehe ich einfach nicht. Und warum halten sie die in letzter Zeit so lange aus, obwohl sie eigentlich auch nur Hauptmänner dabei haben? Ui, jetzt kommen hier Ork-Plünderer in den Nahkampf. Greifen wir hier mal die Schildkämpfer im Nahkampf an. Schicken jetzt hier mal noch die Dings-Kavallerie rein, die Bogen-Kavallerie. Wir brauchen die jetzt da einfach auch noch dazu.
Und dann greifen wir auch hier mal nochmal an. Die lassen wir mal weiter angreifen. So, dann hoffen wir mal, dass der Charge jetzt hier mal Erfolg bringt. Okay, die flüchten hier. Super. Immerhin auch hier, dass die Feinde so langsam aber sicher doch gebrochen. Greifen die Speerträger mal an. Greifen hier die Ork-Plünderer an mit den beiden Kavallerieeinheiten. Okay, die haben das wenigstens jetzt mal geschafft, hier die Katapulte auseinanderzunehmen. So, das war der Feind hierher für Mutzduff. Erst die Hälfte, nee, die haben doch schon mehr verloren. Ach nee, das ist die Verstärkung wahrscheinlich. Ah ja. Oder eine von beiden Armeen hat jetzt die Hälfte verloren, entweder die Verstärkung oder die andere Armee. Bin mir da ehrlich gesagt auch nicht so hundertprozentig sicher, um wen es sich denn jetzt handeln mag. Bei dieser Aussage gerade. So, jetzt ziehen wir uns hier mal zurück. Hier verfolgen wir ja noch ordentlich. Das macht er mal auch schön so weiter. Die hier sind jetzt auch beschäftigt. Hier flüchten die Truppen jetzt auch. Greift doch mal hier die Urkelebardenträger an. Okay, hier verfolgt er die hier mal. Oh Mann. Hier, die soll mal flüchten langsam. Die Hellebardenträger sollten jetzt nicht unbedingt mit der Kavallerie angreifen. Dann verfolgen wir mal mit der Kaff-Einheit, beziehungsweise neben denen können wir das machen. Da unten mal, ihr hört auf zu schießen mittlerweile. So, die flüchten hier auch. Macht da auch mal weiter, bitte. So, jetzt flüchten alle. Ihr kümmert euch darum. Ihr kümmert euch kurz um die zwei hier. Gut gemacht. Da weiter bitte. Ah, das war jetzt tatsächlich der Hauptmann von der Verstärkungsarmee. Ja. Komm. Ah, das passt schon so. Schlaf verlassen. 196 Mann verloren. 14%. Ja. Natürlich schon ein bisschen was. Muss man sagen. So, also dann richten wir die hier hin. Wieder eine Armee besiegt plus so ein paar Verstärkungstruppen. Gut, also das ist schon mal ganz ordentlich gewesen, glaube ich. Theoretisch können wir diesen Horamurt von dir da hinten auch angreifen. Aber ich denke, wir werden das Ganze mal schön ein bisschen anders machen. Und zwar schicken wir die Truppen darüber. Schicken wir Eladan hier nach Ost-Osgiliath. Die Truppen kommen ja erst nächste Runde hier hoch. Dann nehmen wir hier ein paar Einheiten mal kurz raus, die jetzt doch schon ganz schön angeschlagen sind. Stellen die hier auf die Brücke, nehmen die ganzen angeschlagenen Einheiten von hier drüben mal raus. Also ich weiß jetzt nicht, welche Einheiten da jetzt sinnvoll sind überhaupt, gell, oder auch nicht. Sondern ich nehme jetzt einfach mal alle, die angeschlagen sind. Ach fuck, geht jetzt gar nicht. Ja, die auf jeden Fall mal hier, die Bogenschützen hier. Die Kaff. Die Speerträger und die hier. Nehmen wir mal kurz rein und ich glaube, das sind die Einheiten. Ah ja, und die hier. Und die hier.
So, und dann drücken wir hier mal ganz kurz Doppel-M. Dann nehmen wir nämlich diese Einheiten hier wieder rein in die Armee. So, haben aber natürlich jetzt noch keine volle Truppe. Klar, da fehlt noch ein bisschen was. So, jetzt müssen wir natürlich noch überlegen, welche Einheiten da drin in dieser Truppe hier noch Sinn machen würden. Nehmen wir mal noch die Kavallerieeinheiten, die Kavallerieeinheiten dazu. Die hier von mir aus auch noch. Leider haben wir ja gerade nicht so wahnsinnig viele Truppen hier. Haben wir jetzt schon alle verstaut, so langsam aber sicher. Ja, vernünftige Einheiten. Bogenschützen wird es da jetzt noch geben. Ja, dann machen wir das doch jetzt noch folgendermaßen, dass wir jetzt noch sagen, okay, die 8 hier würde ich eigentlich gerne da drüben drin haben, aber dann machen wir es mal schön so. Gehen wir hin und nehmen die Schwertkämpfer da rein. Nehmen wir die 122 da noch rüber. Nehmen die hier raus, nehmen die 102, meine ich. Ah, da wird das wird's auch noch als Möglichkeit geben, die Einheit da mal noch reinstecken. Genau. Können wir nämlich hier kurz tauschen, die Einheit mit dieser Einheit hier. Super. Gut, dann passt es hier unten soweit. Da oben haben wir jetzt ja auch eine recht schlagkräftige Armee plus die Verstärkung unter Umständen. Das passt. Dann würde ich sagen, beenden wir mal kurz hier eine kleine Runde. Bin mal gespannt, ob wir jetzt angegriffen werden oder nicht. Auf jeden Fall wird es schon auch Möglichkeiten eröffnen, wenn sie uns nicht angreifen. Aber ich glaube eigentlich nicht so ganz dran. Oh! Sie greifen tatsächlich nicht an. Das wundert mich jetzt wirklich. Mal schauen, was sie machen. Brauchen wir eigentlich gerade nicht den Kollegen hier. Fuinhafen haben wir immer noch den Aufstand. Das wird wahrscheinlich bald ein Ende haben hier oben. Schade. Cool. So, Karastelainen. Brauchen wir mal die Bewässerungsgräben aus. Weil die Kultur sollte ja hier eigentlich passen, ja. Ja, ist egal. Neonial auch. Bewässerungsgräben, Waschertraum haben wir die Straßen fertig. Rathaus und so weiter bringt hier eigentlich recht wenig. Ja, aber nehmen wir mal einen normalen Steuersatz rein. Können sie aber auch eigentlich bei niedrig lassen. Die paar mehr bringen es auch nicht so wirklich. Und dann gehen wir hier weiter und bauen den elbischen Hort der Kunst. Einfach, dass wir hier irgendwann auch mal unsere besseren Truppen rekrutieren können. Aber wobei, da brauchen wir eh noch eine weitere Stufe von der Stadt. Vielleicht ist es dann erstmal sinnvoller, hier die Halle der Vorväter zu bauen. So, das war ja schon Lond Angren. So, aber immerhin mal wieder eine Runde beendet. Ist auch schon eine Weile her, gell? Schauen wir mal weiter. Aber wir waren gerade bei voll vielen Sachen irgendwie. Bester kann es sein. Mal gucken, kurz gesamt. Alle Seiten. Wo sind wir hier? Militär. Ja, da sind wir immer noch richtig unterdurchschnittlich. Aber wir sind Produktion jetzt am besten. Gebiete am besten. Und Finanzen am besten. Und Bevölkerung mittlerweile auch sogar am besten. Cool. Ja, wobei Bevölkerung am besten, das wundert mich nicht mal. Aber wir haben ja auch das größte Reich. Dann ist auch die meiste Bevölkerung recht naheliegend eigentlich. Was ich jetzt mal noch kurz durchgucken möchte, ist, wie es denn aussieht, ob wir noch weitere neue gute Einheiten rekrutieren können. Jetzt nehmen wir hier mal die auch noch dazu. Ja, die nehmen wir auch gleich noch rein natürlich. So ein bisschen was an Truppen brauchen wir jetzt definitiv wieder. Ihr seht ja, wie sie sterben, die Soldaten da unten an der Front. So, tatsächlich stehen die jetzt hier noch so. Oh, aber das eröffnet echt neue Möglichkeiten von uns, weil vorhin standen ja diese beiden Armeen hier noch zusammen rum. Jetzt plötzlich nicht mehr. Jetzt steht nur noch die hier am Flussübergang und die hier steht ja, weitest weg. Das heißt, wir sollten die eigentlich angreifen können, ohne gegen beide kämpfen zu müssen auf einmal. Das ist natürlich schon mal eine ganz gute Sache. Und was auch super ist, ist folgende Sache.
Unser Aminas Mogul hat jetzt keine Fullstack mehr davor. Das heißt, wir könnten theoretisch als nächstes mit einer Armee hier mal belagern. Mit der anderen Armee hier von Eladan, würde ich sagen, könnten wir Horamurat von dir angreifen. Und mit dieser Armee können wir dann, oder dann noch mit der anderen Armee oder mit beiden Armeen hier dann noch Rend den Unrein angreifen, wie auch immer. Das ist gar nicht so schlecht. Und irgendwann können wir auch nochmal noch Emin Arnen dann erobern, sobald wir die beiden Armeen hier besiegt haben. Minas Morgul belagern, Henneth Anun können wir dann angreifen und Emin Arnen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache so. Und dann nehme ich nämlich jetzt diese Armee hier schon mal raus und würde sagen, ich setze gleich schon mal hier hin, dass wir wissen, was ich tun möchte im nächsten Part. So, genau, also das können wir dann im nächsten Part schlagen, die Schlacht hier. Und hier machen wir es mal schön so, dann nehmen wir einfach kurz die Armeeeinheiten da mal rein, dass wir ein bisschen was an Besatzungstruppen haben. Da möchte ich noch nicht angreifen, die Stadt belagern, einfach weil ich so ein bisschen gespannt bin auf das Ergebnis hier. Wobei auf der anderen Seite, ich denke, sollte eigentlich klappen. Nee, ich will, stimmt, doch, ich warte noch, falls wir hier neue Soldaten brauchen für die Armee, dann können wir die nämlich von da darüber schicken. Und wenn wir sie erst schon darüber schicken, die Armee, dann reicht es ja nicht mehr wieder zurück oder so. Deswegen machen wir das jetzt erstmal so. Erich wird wahrscheinlich immer noch nicht belagert. Ich finde es so bitter, dass die KI das nicht auf die Reihe kriegt, gell? Ist echt hart. Oh ja, stimmt, hier die paar Einheiten. Jetzt steht der da auf der Brücke, das ist natürlich auch spitzenmäßig. Ach Gott, warum? Geht doch da mal weg, echt. Ist halt so nervig. Aber sie kommen doch nicht mehr hier. Hä, warum kommen die da nicht drüber? Ich habe gedacht, die sollten da eigentlich drüber kommen. Naja, also zur Not muss man halt mal ein Schiff wegbewegen und so ein bisschen achten drauf, falls da neue Truppen oder halt irgendwelche Feinde kommen. Dass man sie dann, dass man dann halt eben das Schiff wieder hinstellt. Aber gerade sieht so aus, als würden die ihre Völkerwanderung nach Jarmen machen. Wahrscheinlich haben sie da drüben alles ausgeplündert, gell? Naja, gut, okay. Also, dann machen wir im nächsten Mal hier weiter und greifen dann hier diese beiden Nazgûl-Generäle an. Und vielleicht, wenn alles gut läuft, schaffen wir es auch schon, Henneth Anun beim nächsten Mal zu erobern und Emin Arnen. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, Leute.